Rie. Wind. Mustafa und ich wanderten durch die Wüste. Wir liefen da zwar freiwillig, aber nicht gewollt. Der Mann, der uns mit zurück an die Küste nehmen wollte, hatte einen Anruf bekommen und musste plötzlich in die entgegengesetzte Richtung fahren. Also stiegen wir aus und gingen zu Fuß weiter. Wir hofften, ein anderes Auto würde kommen und uns mitnehmen, aber es war der heilige Monat Ramadan und der Verkehr war tagsüber eigentlich kaum vorhanden. Wir liefen weiter und nach 2 Stunden, ohne dass wir irgendjemand anderen gesehen hätten, begannen wir zu streiten, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, auszusteigen, statt mit in die andere Richtung zu fahren, wo wir vielleicht eher jemanden gefunden hätten, der uns wieder zur Küste bringt. Im Verlauf unseres Streits war seine Argumentation für mich nicht besonders schlüssig und im Eifer unseres arabisch-englisch-deutschen Wortgefechts sagte ich etwas wie: Du bist auch nicht schlauer als... Ich erinnere mich nicht mehr genau, wen ich als Vergleich genommen hatte, aber Mustafa war beleidigt. Er kniete sich neben die Straße und schrieb etwas in den Sand. Ich konnte zwar schon ein wenig Arabisch verstehen und auch etwas sprechen, aber lesen konnte ich nur 3 Worte. Gott, Cola und meinen Namen, Mark. In dem, was er da in den Sand geschrieben hatte, erkannte ich meinen Namen und fragte ihn, was da stehe. Er übersetzte für mich: Mein bester Freund Mark hat mich gerade beleidigt. Dann stand er auf und ging wortlos weiter und ich folgte ihm ebenso schweigsam. Nach einer Weile kam endlich ein Auto und nahm uns mit, zumindest bis fast an die Küste. Wir entspannten uns wieder und machten sogar die ersten Witze über unsere abenteuerliche Wüstentour. Wir konnten das Meer schon sehen, als der Mann uns absetzte. Wir entschieden uns, den Rest des Weges zu laufen. Etwa eine halbe Stunde später machten wir eine Pause. Ich setzte mich in den Schatten eines Felsens und Mustafa wollte sich gerade auf den Felsen draufsetzen, als ich sah, wie sich auf dem Felsen etwas bewegte. Ich rief laut: Stopp! Und Mustafa erstarrte für einen Moment, bevor er sich wieder aufrichtete. Wir sahen beide genauer hin. 2 kleine helle Skorpione starrten ebenso erschreckt zu uns zurück. Die großen schwarzen Skorpione sehen zwar gefährlich aus, tun aber nicht mehr weh als der Stich einer Hornisse. Die kleinen hellen Skorpione dagegen sollen hochgiftig sein. Sie krabbelten schnell unter den Felsen. Mustafa und ich lachten uns an und schüttelten uns die Hände. Dann nahm er einen Stein und ritzte etwas in den Fels. Ich sah wieder meinen Namen und fragte ihn natürlich, was er geschrieben hatte. Er übersetzte: Mein bester Freund Mark hat mir gerade das Leben gerettet. Dann erklärte mir Mustafa, dass wir das Böse und Schlechte, das Menschen uns antun, in den Sand schreiben sollen, damit es erklärt, warum wir wütend sind. Der Wind würde dann dafür sorgen, dass dieser Grund nicht länger im Sand geschrieben steht, als unser Ärger dauert. Der Wind wird es schließlich verwischen, manchmal in Minuten, manchmal in Stunden, sicher aber in wenigen Tagen, und er wird die Erinnerung daran auslöschen. Das Gute und Schöne aber, das uns ja auch von manchen Menschen widerfährt, das sollen wir in Stein ritzen, damit der Wind es zu unseren Lebzeiten nicht abtragen kann und wir für immer daran erinnert werden.